Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Die große Konferenz mit allen neuen Spielen, die sind hier links einmal aufgezeichnet oder aufgezeigt. Kicker-Tabellenrechner übrigens ist diese Übersicht, kann ich sehr empfehlen. kicker.de/Tabellenrechner, sehr gute Seite. Ja, der Fokus liegt natürlich auf den Partien, in denen es noch um was geht. Tut mir jetzt leid für die anderen Mannschaften, aber ist nun mal so. Ich bedanke mich ganz herzlich schon mal fürs Reinschalten. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Alle neun Spiele gleichzeitig und wir blicken zunächst erstmal auf zwei Partien parallel, in denen um nichts mehr gespielt wird. Gladbach gegen Hoffenheim, ein Mittelfeldduell. Wolfsburg im unteren Tabellenmittelfeld pushen sich nochmal ins mittlere Mittelfeld an. Aber vor allem Bayern zu Gast als Meister muss vielleicht nochmal ein bisschen was zeigen. Ansonsten wird man vielleicht nicht so zufrieden sein mit dem Saisonabschluss, aber Meister sind sie trotzdem. Dann haben wir hier zwei weitere Spiele. Einmal links Augsburg gegen Fürth. Auch da ist alles klar. Augsburg bleibt drin. Fürth muss wieder runter. Frankfurt konzentriert sich in Mainz natürlich schon darauf, sich vorzubereiten auf das Europa League-Finale. Für Mainz gilt es, einfach nochmal einen würdigen Saisonabschluss zu feiern. Nach dem 2:1 zuletzt auch in Berlin gehen wir dahin, wo es spannender ist. Und zwar an die alte Försterei, der erste FC Union Berlin, momentan Tabellensechster. Das bedeutet, sie wären für die Europa League qualifiziert. Sie können noch theoretisch sogar Vierter werden, das ist aber torverhältnismäßig überhaupt nicht möglich. Und Freiburg könnten sie überholen. Aber sie können noch abschmieren auf Platz 7. Und ja, gucken wir mal auf die Freiburger, die am realistischsten noch von Union geholt werden könnten. Ein Punkt hat Freiburg noch Vorsprung, aber auch nur zwei Punkte Rückstand auf Leipzig. Leipzig müsste dafür aber verlieren in Bielefeld, da schauen wir auch gleich hin. Bayer Leverkusen hat die Champions League Qualifikation am letzten Spieltag schon gemeistert. Freiburg hat eben noch die Chance, dann müsste aber Bielefeld eben mitspielen gegen RB Leipzig. Und wenn man ganz ehrlich ist, selbst wenn Bielefeld nicht momentan in einem absoluten Tief stecken würde, ist das doch sehr unrealistisch. Leipzig braucht einen Punkt für die sichere Champions-League-Qualifikation, denn ähnlich wie es für Union gilt, ist es für Freiburg unmöglich, die plus 35 Tore von Leipzig noch irgendwie aufzuholen. Deswegen ein Punkt wird Leipzig hier reichen und trotzdem werden sie auf Sieg spielen. Bielefeld hingegen, die sind so gut wie abgestiegen, da müsste auch super viel zusammenkommen. Sie müssten erstmal gewinnen, bestenfalls noch hoch. Und da müsste Stuttgart noch daheim verlieren, auch hoch gegen den ersten FC Köln. Das ist quasi unmöglich, aber wir drücken trotzdem mal nach Stuttgart. Ja, willkommen in Schwaben. Der erste FC Köln ist zu Gast und ja, möchte auf jeden Fall seine Hausaufgaben machen, um die Chance auf die Europa League sogar zu wahren. Und die sind gar nicht mal so unrealistisch, aber auch da müssen sie sich dann auf andere verlassen. Der VfB Stuttgart könnte mit einem Sieg an Hertha vorbeiziehen und die Herthaner, die spielen in Dortmund, müssten dann verlieren. Und wir starten rein. Eben genau mit diesem Spiel. Borussia Dortmund ist sicher Vizemeister. Der Gast aus Berlin muss noch etwas zittern. 3 Punkte Vorsprung, das schlechtere Torverhältnis. Also sollten sie verlieren und Stuttgart gewinnen, muss die Hertha tatsächlich in die Relegation. Aber bei Dortmund läuft es ja auch nicht super rund. Das 3:1 gegen Fürth war auch nur so lala. Die Hertha wird sicherlich erstmal auf Kompaktheit gehen, zeigt sich jetzt das erste Mal, aber Tor in Augsburg, in der gegnerischen Hälfte. Das erste Tor haben wir in Augsburg und das gucken wir uns an. Machen wir es kurz, machen wir es knapp. 0:1. Branimir Hrgota, wohl mit der beste und auffälligste Spieler noch in dieser Saison bei Greuther Fürth, markiert in der 6. Spielminute das 0:1.
stark gespielt und das zeigt auch so ein bisschen, Greuther Fürth hat sich definitiv verbessert in der Rückrunde und der FC Augsburg, bei dem ist die Luft einfach raus. 0-1 hier, wir springen nach Bielefeld. Wo RB Leipzig kommt und schnell alles klar machen will, ein Tor würde hier sicherlich schon zu was Gutem reichen und Bielefeld geht aggressiv ran und holt sich die rote Karte in Spielminute 7. Also, ja, der Ball ist weg, es ist von hinten. Boah, aber Rot ist natürlich brutal hart. Und was das für Bielefeld bedeutet, in der 7. Minute Rot zu kriegen gegen RB Leipzig, wenn sie doch gewinnen müssen, am besten deutlich. Das hat man gerade auch Ramos schon ablesen können im Gesicht. Das wird jetzt nochmal schwerer und es ist absolut unrealistisch. Es war vorher vielleicht eine Chance von 0,5%, jetzt liegt sie bei 0,001. Und RB Leipzig will auf den Führungstreffer gehen. Silva bleibt hängen, ab nach Stuttgart. Und hier in Stuttgart wird man das Ergebnis oder zumindest erstmal die rote Karte aus Bielefeld zumindest mal mit einem kleinen Lächeln sehen, aber man will direkt drin bleiben. Dafür muss man aber gewinnen und der 1. FC Köln ist hier auch gewillt zu gewinnen. Eben geht es noch um die Europa League Qualifikation. Müller mit dem Ball in der Hand. Irgendwann muss er spielen, aber doch nicht so. Aber doch nicht so. Was für ein Fehler. Es steht 0-1. Florian Kainz bringt Köln in Führung, aber was ist das für ein Fehler? Da hat er alle Zeit der Welt. Dann schleicht sich Kainz vielleicht aus dem toten Winkel da rein. Aber das ist ja Wahnsinn. So liegt Stuttgart hinten. Hertha freut sich natürlich. Für Stuttgart ist es brutal. Und ja, wir schauen mal in Leverkusen vorbei. Wie angesprochen, Leverkusen ist sicher. Freiburg muss auf jeden Fall mal gewinnen, dann müsste Leipzig verlieren. Tor in Bielefeld! Und jetzt schauen wir mal nach Bielefeld, vielleicht liegt Leipzig ja sogar hinten. Nein, es steht 0-1, die Hoffnung für Freiburg, Champions League zu spielen, die schwinden wahrscheinlich just in diesem Moment, denn Leipzig geht in Überzahl in der 14. Minute mit 1-0 in Führung, schön durchgespielt, Kampel raus auf Angelinho, der Ball nochmal quergelegt von Silva in der Mitte, dann Guardiol. Verteidiger einfach mal mit aufgerückt, lässt Ortega keine Chance. 0-1. Bielefeld kann sich schon mal mit der zweiten Liga anfreunden und Leipzig mit der Champions League. Das werden sie gerne tun. Und in Bochum geht es durchaus hart zur Sache. Man merkt Bochum nicht unbedingt an, dass es hier für sie um nichts mehr geht. Ja, TV-Gelder, Plätze hoch und runter, sicherlich spielt das auch irgendwo eine Rolle, aber die sind richtig aggressiv, tun Union hier gut weh, halten gut dagegen. Und Union Berlin muss aufpassen, weil der 1. FC Köln führt, das Torverhältnis ist nahezu gleich. Und die Punktezahl momentan auch. Union 55, Köln 55. Köln aber mit dem besseren Torverhältnis. Stand jetzt Union Tor in Wolfsburg League. Und wir haben Tor in Wolfsburg. Das gucken wir uns zumindest mal an. Natürlich gucken wir uns das an. 16. Minute, 0-1. Robert Lewandowski mit dem Führungstreffer. Den Rekord wird er wohl nicht mehr knacken. Aber trotzdem, wieder über 30 Tore erzielt, das ist irre, das ist Wahnsinn. Sauber serviert von Kimmich, die Wolfsburger schauen dabei nur zu. Castells, der noch fraglich war, steht zwischen den Pfosten, kann aber auch nichts mehr ausrichten. Und der Pole feiert in der 16. Minute ab, also 0-1 hier, wir geben wieder ab. Für die Hertha ist es sicherlich immer noch eine leichte Zitterpartie, aber so schwach wie Stuttgart startet gegen den 1. FC Köln, können sie es jedoch etwas gelassener angehen. Mit dem Punkt wären sie ja sowieso durch, aber Stuttgart muss eben gewinnen, dafür brauchen sie zwei Tore.
Und die Hertha hält gut dagegen. Dortmund nicht sonderlich einfallsreich. Deswegen ist hier Tor in Stuttgart auch folgerichtig. Und wir haben den Treffer in Stuttgart. Muss Hertha jetzt doch wieder zittern. Ganz im Gegenteil. Sie können noch etwas entspannter an die Sache rangehen, weil der erste FC Köln hier ein super Spiel abliefert. Jetzt steht es 2-0. Union wird richtig unter Druck gesetzt und das ist Zauberfußball. Salih Özkan mit der Hacke, das wird Baumgart natürlich nur gerne sehen, wenn es auch funktioniert. Hier funktioniert es gut alleine vor Florian Müller und die Abwehrarbeit vom VfB Stuttgart. Ja, die ist fast etwas bedenklich. Das sieht nicht gut aus. Es steht 0-2. Ihr Glück ist eben, dass Arminia Bielefeld in Unterzahl ist und hinten liegt. Aber Stand jetzt riecht das ganz stark nach Relegation und die muss man dann ja auch erstmal gewinnen. Hier muss eine Leistungssteigerung her, sonst geht es hier schnell vorbei. In Leverkusen warten wir weiterhin auf die Tore. Freiburg sehr defensiv, sehr gut, aber auch eingestellt. Da hagelte es ja in den letzten Wochen nur so Gegentore. Lange Zeit gehörte man zu der besten Defensive der Liga. Damit ist man aber heute weit entfernt oder davon Tor in Gladbach. Weit entfernt. Und die Defensive in Gladbach hat bei einer Mannschaft auch nicht gehalten. Und zwar bei Hoffenheim, weil Embolo trifft. 30. Minute, 1-0 für die Fohlenelf. Die Chance auf einen vielleicht doch einigermaßen versöhnlichen Saisonabschluss. Schön in den Winkel reingewuchtet. Tor in Mainz. Und das nächste Tor ab nach Mainz. Auch hier führen die Gastgeber nach einer halben Stunde. Jean-Paul Boetius ist der Torschütze. Man merkt Frankfurt schon an, dass sie sich hier keine Beine ausreißen werden, dass sie nicht ins letzte Risiko gehen wollen, sich nicht verletzen vor dem großen Europa-League-Finale. Und damit geht dieses 1-0 auch vollkommen in Ordnung. Gehen wir zurück nach Berlin. Und wir sind mit der nächsten gelben Karte wieder auf Sendung in der 29. Minute. Masovic, der ja auch gepflegt von hinten reinsetzt. Und wenn man ganz ehrlich ist, dafür gab es bei Bielefeld die doch etwas harte rote Karte. Hier gibt es gelb, ist auch meines Erachtens vollkommen in Ordnung. Dafür gibt es aber eine starke Freistoßposition für Union Berlin und wie gesagt, dieses Duell Freiburg-Union-Köln, das ist durchaus interessant. Da kann nach oben und unten gefühlt alles passieren. Und Trimmel tritt auch an und setzt ihn nicht schlecht. Knapp vorbei, ärgert sich natürlich. Riemann ist auch geflogen, musste aber nicht eingreifen. Ja, 30 Minuten hier von der Uhr. Ging ein bisschen später los. Weiterhin torlos. Einige Tore haben wir schon gesehen in Stuttgart. Ungleich verteilt, weil der VfB Stuttgart gar nicht stattfindet. Nicht auf dem Feld zu finden ist. Modest verliert den Ball aber an Ito. Das war mal eine vernünftige Verteidigungsaktion. Jetzt muss es mal mit Tempo in die Gegenrichtung gehen. Die haben eigentlich die Spieler dafür. Und wie der VfB Stuttgart gespielt hat gegen die Bayern, das sieht man hier nicht und was für ein Fehler von Endo Schmitz. Legt nochmal quer auf Anthony Modest und der lässt sich das nicht nehmen. Aua VfB. 0-3, 34. Minute. Knockout. Endo. Gegen Schmitz als letzter Mann ins 1 gegen 1. Das endet in diesem Fall tödlich und Hertha kann sicherlich das erste Kaltgetränk aufmachen. Das wird Stuttgart nicht mehr drehen. Gucken wir mal. Die Hertha, sie ist frech und mutig. Askasiba mit dem Ball nach vorne. Zagadou setzt sich aber gegen Selke durch.
Und Akanji dann gegen Prince Boateng. Es ist ein lauer Sommerkick. Mehr kann man dazu nicht sagen. Der BVB findet einfach nicht in seine offensive Stärke rein gegen sehr disziplinierte Herthaner, die aber auch nicht mehr als nötig machen und sich eben manchmal noch nach vorne wagen. Aber das ist auch sinnbildlich die Flanke von Wolf ins Niemandsland. Nicht viel los. Immer ein 18-Ball-Kontakt, aber wir sehen es. Hertha kommt nicht wirklich zum Zug, ab nach Berlin. Hier kommt Bochum zum Zug. 0:1. Union geschockt. Es würde momentan heißen, Jahr 2 Conference League. Pantovic ist der Torschütze, leitet es selber ein. Überragender Pass auf Asano, dann geht er durch. Tor in Stuttgart. Und netzt das Ding ein und der nächste Treffer in Stuttgart. Es ist unglaublich. Es läuft alles gegen den VfB und alles für den ersten FC Köln. Die ziehen mit diesem Treffer Union schon fast etwas davon. Haben jetzt 55 Punkte eben auf dem Konto. Union sogar ein weniger. Union müsste jetzt selber gewinnen. Marc Uth setzt hier noch einen drauf. Stuttgart fällt komplett in sich zusammen. Tor in Augsburg. Üble Vorstellung. Und wir haben einen Treffer in Augsburg. Bitteschön. André Hahn mit dem Ausgleich in Minute 42. Nichts Großes, nichts Spektakuläres. Aber das wollen wir doch dennoch würdigen. Bisschen unglücklich, wie das Ganze zustande kommt. Der Schuss von Hahn wäre wahrscheinlich gar nicht aufs Tor gekommen. Oder ziemlich sicher nicht. Griesbeck steht zur falschen Zeit am falschen Ort. Lenkt ihn sogar mit dem Oberarm ab. Und so steht es hier 1:1. Unentschieden auch in Leverkusen. Allerdings torlos. Wir waren ja nicht so oft und so lange hier. Aber wenn wir da waren, dann sahen wir, wie Freiburg hier steht. Sehr tief, sehr weit in die eigene Hälfte gedrückt. Leverkusen hat sich hier trotz der sicheren Champions League Qualifikation noch lange nicht irgendwie in die Sommerpause begeben. Sie gehen drauf, können aber jetzt den Ball nicht erobern. Es ist Pause. 0:0 hier in Bielefeld läuft's noch. Und es hätte schon locker 0:3, 0:4 stehen müssen. Was Leipzig hier versiebt, was auf der anderen Seite Ortega aber auch alles wieder hält. Es ist teilweise erstaunlich und die nächste gute Tat vom Schlussmann gegen den Kopfball von Nkunku. Wir gehen hier ganz schön tief rein in die Nachspielzeit. Aber es kommt hier auch ein Eckball nach dem anderen rein. Da möchte der Schiedsrichter das Ganze nicht so unterbrechen, auch wenn er es regeltechnisch könnte. De Medina klärt auf Kampel und wow, schon wieder so eine Parade. Kevin Kampel, toller Schuss, super Abnahme, muss man auch erstmal nehmen und dann duckt sich da Schöpf noch weg. Umso schwerer wird es für Stefan Ortega, der meistert die Situation dennoch. Dann müsste ja trotzdem irgendwann mal Halbzeit sein, ja, und jetzt wird dem Ganzen erstmal ein Ende bereitet. Leipzig ganz klar auf Champions League-Kurs, Bielefeld ganz klar auf Zweitliga-Kurs. Es müssten Wunder geschehen, dass sich das noch ändert. Das war's jetzt erstmal aus Halbzeit 1. Wir schauen auf die Halbzeitergebnisse und dann geht's gleich in Durchgang 2 hoffentlich torreich weiter. Ja, schauen wir hier einmal links kurz auf die Ergebnisse und was daraus passiert. Ja, vor allem interessant, klar, Leipzig sicher in der Champions League, Freiburg Fünfter, Köln schiebt sich an Union vorbei, das heißt, Köln ginge in die Europa League und Union müsste Playoffs Conference League spielen, wenn ich diese Regeln richtig verstanden habe, ich glaube schon. Hertha wäre sicher durch, Stuttgart ganz klar in der Relegation und Bielefeld abgestiegen. Aber es gibt noch eine zweite Halbzeit, die schauen wir uns an. Willkommen in Halbzeit Nummer 2. Der BVB stößt an. Wir sind im Westfalenstadion.
Und die Vorzeichen sind ganz klar, sollten keine Wunder mehr geschehen, dann geht die Hertha als Tabellen-15. aus dieser Saison. Dortmund eh schon fest Zweiter, auch schon angesprochen, aber vielleicht sehen wir ja noch vielleicht einen Treffer. Wenn es etwas gelöster sein könnte, es gibt hier vor allem für den BVB keinen Grund mehr, irgendwie nervös zu werden, denn es ist der Saisonabschluss, der sollte eigentlich zelebriert werden. Es ist mau, es ist wenig, es ist extrem schwach und jetzt geht sogar fast die Hertha in Führung durch Davy Selke, der aber auch nicht das Quäntchen Glück im Abschluss hat. Tolle Parade von Tor in Gladbach. Tor haben wir dafür in Gladbach. 1-1 Ausgleich. Rüther mit dem nächsten Saisontreffer. Der spielt eine tolle Saison. Der 33er bei Hoffenheim. Der zwar nicht gesetzter Stammspieler ist, aber ansonsten individuell eigentlich fast immer auffällt, wenn er auftreten darf. Und hier macht er den Ball rein. 1-1 geht vollkommen in Ordnung. Es ist auch vollkommen in Ordnung, was in Stuttgart abgelaufen ist. Von den Spielanteilen auf jeden Fall, aber Stuttgart kann nicht sagen, dass hier irgendwas in Ordnung ist. Es ist eigentlich eine Katastrophe und jetzt gilt es, sich in dieser zweiten Halbzeit eigentlich schon darauf vorzubereiten, eine gute, stabile Ausgangslage für die Relegation zu finden, denn man muss jetzt diese erste Halbzeit vergessen lassen. Es läuft manchmal alles gegen dich und so war es in Durchgang Nummer 1. Und der erste FC Köln, er ist hoch motiviert, will in die Europa League. Und jetzt sogar fast das fünfte Gegentor. Müller, der ja diesen katastrophalen Nachmittag einleitete mit einem Megabock. Tor in Wolfsburg. Den Ball zumindest fest. Wir nehmen kurz das Tor mit aus Wolfsburg. Die Wölfe gleichen aus. In der 57. Minute ist es Max Kruse, der den Ball über die Linie bringt. Vorbereitet von Wind, der mit Kruse zusammen eine tolle Rückrunde spielt. Kann man auf jeden Fall nichts anderes sagen. Wolfsburg gleicht also aus gegen die Bayern. Steht 1-1 und Tor in Mainz. Gleich weitergeben. Ja, und eben nach Mainz, wenn da ein Tor fällt. Auch hier das 1-1. Hier schlagen die Gäste zurück. Gibril Zou macht das Tor und bereitet so ein bisschen vor auf das, was in der Europa League noch kommen könnte. Denn da gilt es ja jetzt auch zumindest schon mal ein bisschen Motivation für zu sammeln. Und so geht das mit Toren toll durchgespielt. Dann einmal gut durchgelassen. Am zweiten Pfosten so völlig frei. 1-1 hier. Wir melden uns, wenn was passiert. Ab nach Bielefeld. Es läuft wie erwartet weiter in Halbzeit 2. Bielefeld kriegt in Unterzahl nichts mehr zusammen. RB Leipzig dominiert es, kann jetzt zwei Spieler auswechseln. Da blickt man ja vielleicht auch schon auf die kommende Woche. Nächsten Samstag ja das Pokalfinale gegen den Sportclub aus Freiburg. Im Duell um die Champions League hat jetzt Leipzig den längeren gezogen. Für Freiburg wird das sicherlich nichts mehr. Auch wenn nicht so viel fehlt auf dem Papier, Bielefeld ist einfach zu weit weg von einem Ausgleich. Oda Castro mit der Flanke. Nein, Gulaschi hat den Ball. Wir geben weiter. Und Union hat hier noch was vor. Sie haben es in der eigenen Hand. Sie müssen aber dafür zwei Tore schießen. Der eine würde jetzt eben nicht mehr reichen und die Zeit wird ja auch knapper, noch 25 Minuten zu spielen. Das plätschert hier im Durchgang 2 so ein bisschen hin. Der VfL Bochum vergoldet hier aus ihrer Sicht eine nahezu perfekte Saison mit vielen Highlights. Tor in Wolfsburg. Und ein Highlight gab es jetzt auch wieder in Wolfsburg. Bitte. Lange hat das Ausgleichstor von Kruse nicht gehalten. Robert Lewandowski mit dem Doppelpack markiert das 1-2, bringt den Gästeblock nochmal zur Zufriedenheit. Auch
etwas unglücklich der Schuss von Müller abgefälscht, direkt vor die Füße von Lewandowski. Castells dann schon geschlagen, trotzdem dann auch eiskalt versenkt vom polnischen Torjäger. Führung Bayern, wir geben dahin, wo es noch um was geht. Und wie in Durchgang 1 ist es eigentlich nur Leverkusen, das hier spielt. Der SC Freiburg jetzt mal über einen Konter, über Salay. Kübler findet in der Mitte Eggestein. Chico Höfler. Nee, da kommen sie nicht durch. Leverkusen trotz der offensiven Power auch defensiv gut eingestellt. Die Balance scheinen sie wirklich gut gefunden zu haben. Mittlerweile zumindest heute. Weiterhin 0:0. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch auf der US, ist aber auch kein Fußball. Tor in Mainz, Schmankerl. Aber dafür haben wir den nächsten Tor in Mainz. Das nächste Tor in Mainz. Das Tor. Das Tor fällt für Frankfurt. Spiel gedreht. Raphael Boré mit dem 2:1 für die Eintracht. In diesem doppelt und dreifach unterschrieben Nicht-Derby. Ist ja ganz wichtig zu erwähnen. Aber Frankfurt führt. Und das nicht unverdient. Gute zweite Halbzeit. Von guter zweiter Halbzeit kann hier in Dortmund überhaupt nicht die Rede sein. Klar, für die Hertha läuft es im Prinzip optimal. Sie können sich ausruhen, sie können sich entspannen. Wollen hier aber vielleicht trotzdem nochmal einen Achtungserfolg landen. Tor in Bielefeld. Viel mehr wird es dann wohl auch nicht. Wir haben nochmal einen Treffer in Bielefeld. Gucken wir lieber nochmal. Es ist alles entschieden. Für Bielefeld war es im Prinzip seit der 7. Minute aus und vorbei. RB Leipzig sichert sich damit den 4. Tabellenrang und unter dem Strich, so wie sie unter Tedesco performt haben, ist das auch mehr als verdient. Muss man ganz klar so sagen. Und ein Nkunku, der vielleicht überragendste Spieler dieser Saison, macht das 0:2. Wir springen zurück nach Mainz. Da ist noch ein Tor gefallen. Frankfurt hat richtig Bock in Halbzeit 2. Kamada mit dem 3:1. Die Generalprobe scheint zu gelingen. Mainz logischerweise jetzt etwas offener, die wollen hier auch nicht verlieren. Aber ob man Kamada da so frei stehen lassen muss, kann man auch zumindest mal hinterfragen. Zentner greift hinter sich. 1:3 hier in Stuttgart, geht wahrscheinlich nichts mehr. Nein, aber das zumindest positiv hervorzuheben, der VfB Stuttgart hat sich stabilisiert in der zweiten Hälfte und TDB hat jetzt sogar mal eine gute Chance. Schwebe pariert, dann gibt es noch nachträglich die gelbe für Kalajdzic. Also das zeigt auf jeden Fall hier in Halbzeit 2, dass der VfB Stuttgart lebt und sich hier eben wirklich schon etwas vorbereitet. Boah, und das war ein ganz schön heftiges Einsteigen von Kalajdzic. Auch von hinten nur in die Beine. Naja, ist er mit Gelb dann dementsprechend noch ganz gut bedient. Der VfB Stuttgart aber eben in Halbzeit 2 ohne Gegentor, dafür auch ohne eigenes Tor. Sie arbeiten aber nochmal dran, wir melden uns, wenn was passiert. 0:4 hier, ja, und Köln ist vor Bayern Union Berlin, deutlich. Union braucht in 5 Minuten 2 Tore und so wie der VfL Bochum hier heute auftritt, geht das nicht. Da braucht man schon einen Karim Benzema, um das jetzt noch hier irgendwie umzubiegen. Da können wir einfach nicht von ausgehen, dass das noch klappen sollte. Union, Tor in Leverkusen! Wieder in der Conference League antreten und wir haben nochmal ein Tor in Leverkusen. 0:1 in der 87. Minute. Roland Salay bringt Freiburg spät in Führung. Und das kam aus dem absoluten Nichts. Aber Freiburg wird diese tolle Saison auf Platz 5 abschließen und absolut gerechtfertigt ins europäische Geschäft einziehen.
die Europa League winkt, dann haben sie noch die Chance, im DFB-Pokalfinale etwas zu reißen. Und das hier ist auch nochmal ein Push, dass man gegen Top-Mannschaften gewinnen kann. Sie führen gegen Leverkusen ganz spät. Salai, auch eine tolle Rückrunde gespielt, macht das Ding. Nochmal nach Dortmund. Wir sind in den letzten Zügen dieser Partie. Es scheint irgendwie nichts mehr zu gehen. Der BVB ist auch völlig ausgelaugt. Das letzte Spiel von Haaland im BVB-Trikot. Jetzt wird aber nochmal geschickt von Reus. Haaland setzt sich super durch. Kein Abseits. Und dann setzt er den haarscharf vorbei. Tolle Szene. Da hätte er sich nochmal schön verabschieden können. Aber so bleibt es beim 0:0. Und so wird Tor in Stuttgart wohl auch enden. Und wir haben nochmal einen Treffer in Stuttgart. Wichtig für den VfB. Das könnte für den Kopf tatsächlich nochmal etwas machen. TDB mit dem 1:4. Schönes Tor, Schwebe ohne Chance. Der wird sich ärgern, nicht zu 0 zu spielen. Aber das dürfte dann am Ende auch egal sein. Denn der erste FC Köln wird in die Europa League einziehen. Die Fans haben letzte Woche die Conference League gefeiert. Heute werden auch die Spieler feiern. Und zwar, weil sie sich eben auch diesen Einzug in die Europa League verdient haben. Und da, klar muss man sagen, die steht nochmal eine Stufe höher als die Conference League. Das dürfte hier nur noch eine Frage von Sekunden sein, bis das vorbei ist. Und der VfB Stuttgart spielt eine vernünftige zweite Hälfte. Köln hat aber auch einige Gänge zurückgeschaltet. Relegation wird es am Ende trotzdem. Der Super-GAU wurde abgewendet, nicht direkt abzusteigen. Aber das war gefühlt auch vorher schon klar. Und jetzt endet es mit 1:4. Köln spielt Europa League, weil Union verliert mit 0:1 gegen Bochum. Und Stuttgart geht in die Relegation. Und hier passiert das Ganze in nochmal dramatischerer Ausführung, denn Bielefeld muss direkt runter nach 2 Jahren Bundesliga. Steigen sie wieder ab und RB Leipzig zieht wieder in die Champions League ein. Gewinnt mit 2:0 und beendet damit einen tollen Lauf unter Tedesco. Das soll es aus der großen Konferenz gewesen sein. Wir schauen uns gleich nochmal die Ergebnisse und die Tabelle an. Bleiben Sie auf jeden Fall sportlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jo, das war's mit dieser Samstagskonferenz. Alle 9 Spiele, das sind die Ergebnisse, die Tabelle. Es hat sich nicht mehr so viel verändert. Ja, Hertha, Stuttgart, Bielefeld in derselben Reihenfolge, Leipzig, Freiburg. Auch Köln geht auf Platz 6, Union eben nur 7. Es ist aber auch nur eine Prognose. Ich freue mich auf jeden Fall auf den letzten Spieltag. Danke fürs Reinschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefallen hat. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.